es mit dieser... Warte. Mach nochmal. Warte, psch, psch. Also heute mag ich mal wissen, mal über mein Leben reden. Ich werde täglich gemobbt. Von Restaurants. Von Freunden. Von Frankie Grill. In den letzten Sommerferien, das ist schon was sehr Schreckliches passiert. Ich wollte meine Freunde, Fake-Freunde, Luca, Adrian, Ole und Lars besuchen. Wir waren dort, ich hatte Hunger. Ich hab gefragt, lass mal was essen. Da waren wir in einem Restaurant. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Pommes hat 5 Euro gekostet. Ich hab so einen Anfall bekommen. Ich wollte als erstes nur 3 Euro mitnehmen, da ich dachte, dass ich etwas mit 2 Euro essen. Aber dann wurde mir gesagt, dass es das günstigste auf der Insel sei. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich wollte doch nur meine Fake-Freunde besuchen. Aber ich wurde über den Tisch gezogen. Ich musste 5 Euro für eine Pommes zahlen. Ich wurde 5 Euro. Leute. Die 5 Euro war die Hälfte meines Jahres. Verdammt. Im Gehalt, sorry. Ich kann kein Deutsch. Ich hasse mein Leben. Ich hasse diese Pommes, die mich 5 Euro gekostet hat. Für nix. Ich hab 3 Pommes gegessen und hab die Tüte weggeschmissen. Für 5 Euro. Ich wurde zu sehr über den Tisch gezogen. Ich weiß nicht, wie die Frau sich da gefühlt hat. Aber ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich scheiße gefühlt. Diese 5 Euro werde ich nie wieder vergessen. Aber das war's doch nicht. Auf der Insel. Da ist noch etwas Schlimmes passiert. Aber dazu. Es ist zu hart. Viel zu erzählen. Es ist zu hart. Aber no sexual. Ich lade das nur, glaube ich, auf mein YouTube.